In 3, 2, 1, go. Ja, hallo, mein Name ist Sven Buchholz. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, um die Ngoyo Farms vorzustellen in Sambia. 7 Minuten sind verdammt kurz oder extrem lang. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man alles erzählen möchte. Wenn es nur darum geht, zu erzählen, was wir machen, dann ist es relativ lang. Das will ich jetzt mal machen. Ngoyo Farms ist ein Social Business in Afrika, in Sambia. Wir bauen relativ Gemüse an, lokal, und verkaufen es auch auf den lokalen Märkten. Wir haben lokale Mitarbeiter und dadurch, dass wir das machen, verdienen wir Geld, generieren wir Geld, wir generieren Einkommen bei unseren Mitarbeitern, wir generieren Einkommen bei den, auf den Äckern, die wir nutzen, weil wir pachten Land von Familien, die ihr eigenes Land nicht mehr selber nutzen können, wegen Tod, Krankheit oder ähnlichen Problemen. Und mit diesem Geld arbeiten wir dann, um soziale Aktivitäten fortfinanzieren zu können. Ngoyo Farms, das bin nicht nur ich, das sind die Initiatoren Ajoa Parker und Chisenga Lufungulu. Beide Sambianer und ich bin Deutscher. Ajoa ist Biologin, Chisenga ist Agrarökonom und ich bin Banker, BWLer und Kommunikationswissenschaftler. Ich hatte was gesagt eben zu Nachhaltigkeit und Sozial. Worum geht es eigentlich? Wenn man nachhaltig sein will, in dem Hinsicht, wie ich das jetzt meine, geht es darum, dass wir ohne permanente Zuschüsse auskommen. Dafür müssen wir Geld verdienen, also eine finanzielle Rendite schaffen. Und mit diesem Geld können wir eine soziale Rendite ermöglichen. Was ich damit meine, komme ich in ein paar Minuten zu. Ich will eine kurze Geschichte erzählen, kennen Sie vielleicht von den Chinesen. Schenke einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn einen Tag. Ja? Und schenke ihm eine Angel und du wirst ihn ein Leben lang ernähren. Vielleicht nicht gerade so ein Modell, aber ich habe jetzt nichts Besseres gefunden. Worüber aber keiner spricht, ist, was passiert denn, wenn die Angel kaputt geht? Es werden also neue Abhängigkeiten geschaffen. Ich bin nicht mehr abhängig von dem Fisch, jetzt bin ich abhängig von der Angel, weil Angel kaputt, was mache ich jetzt? Das ist zwar ein bisschen komplexer, aber eigentlich die gleiche Geschichte. Das, was wir machen, ist mit, in unserem Fall jetzt Tomate, Zwiebel und Kohl. Es könnte aber auch, es sind auch andere Früchte, die wir anbauen, dass wir Einkommen schaffen, dass wir das Know-how in der Firma haben und unsere Angel selber reparieren können, dass wir auch neue Angeln bauen können, wenn wir wollen, also um diesem Bild zu bleiben. Ich will mal einmal so im Schnelldurchlauf, weil Bilder sind immer schön, obwohl ich weiß nicht, ob die Schönheit dieser Bilder nur für mich interessant sind, weil so spannend ist es auch nicht, Pflanzen wachsen zu sehen. So sieht so ein Feld aus von einer nicht reichen Familie. Da ist mal was angebaut worden und wir pachten das. Das ist unser Startteam, das sind noch ein paar mehr Leute, die waren nur zum Foto gerade da. Dann wird das Feld freigeräumt, dann werden da Bewässerungsanlagen angebracht. Das sind solche Schläuche, so eine Drip Irrigation. Das ist Chisenga mit den Setzlingen für Tomate. So sieht so eine kleine Pflanze schon nach 2 Wochen aus, das geht relativ fix. Das ist nach 3 Wochen, die fängt schon an zu blüten. Nach 4 Wochen haben wir schon so eine kleine Tomate da dran. Und das fällt sie dann ungefähr so aus, da werden die Tomaten dann immer so hochgebunden, damit die nicht schlecht werden, auch wenn sie auf dem Boden liegen. Das ist jetzt nach 6 Wochen, also die wächst besser, als wir fotografieren können. Das ist nach 8 Wochen, man sieht schon, die werden relativ groß. Und das ist jetzt, jetzt gerade gewesen, das sind noch 2 Wochen, dann sehen die so aus und werden verkauft. Das ist jetzt allerdings auch ein Fotostock, also das so schön können wir nicht fotografieren, ganz offensichtlich. Dann werden diese Tomaten mit solchen Kisten abgeholt. Es gibt da so Sales Agents für den Großmarkt in Lusaka, das Soweto Market. Und dann werden die aus solchen Auktionen verkauft. Und dann gegessen. Und darüber freuen wir uns, auch unsere Arbeiter, die sich diese Arbeitsanzüge übrigens ausgesucht haben. All das haben wir auf 1 Hektar jetzt gemacht. Also wir sind noch am Start. Und 1/8 Hektar Zwiebel. Und jetzt, also da kommen wir zu der sozialen Rendite, die ich mal darstellen möchte. Also wir versorgen natürlich die lokalen Märkte mit Obst und Gemüse zu Marktpreisen, das ist wichtig, Marktpreise. Wir schaffen Eigentum bei den Landeigentümern, ja, das ist wichtig, das brauchen die, das Geld. Wir schaffen Arbeitsplätze, also Familien natürlich, können wir Infrastrukturen schaffen. Warum ist das so wichtig, dieses Einkommen? Weil in Afrika viel, viel mehr Leute von einem Arbeitsplatz abhängig sind, also dependent sind, als das hier in Europa ist. Ja, also dieser eine, der da arbeitet, der hat eine ganze Menge Leute. Auf 1 Hektar sieht das schon ganz anders aus. Also wir haben mit unserem 1 kleinen Hektar
schon 70 Leute, die davon abhängig sind. Also die wirklich, wenn ich hier oder wir hier in Deutschland anfangen zu husten und nicht mehr weiter können, dann ist es vorbei. 18 Hektar ist unser Ziel, in den nächsten Monaten die aufzubauen. Und dann sieht man, dass das dann schon ganz anders aussieht. Das sind eine ganze Menge Menschen, die davon partizipieren werden. Nämlich im Durchschnitt kommen ungefähr 6 Abhängige, also nicht drogenabhängige, sondern finanziell Abhängige, auf einen Arbeitnehmer. Und bei unseren 100 Arbeitnehmern, die wir zu dem Zeitpunkt haben werden, sind das ungefähr 700 Menschen, für die das nachhaltig einen Unterschied macht. Also was sind das für Menschen? Von allen Mitarbeitern haben wir solche Steckbriefe. Das ist unser Vorarbeiter, 26 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, hat 7 Leute, die er unterstützen muss. Also Frau, 2 Kinder, Bruder, Schwester und die Mutter. Ist bis zur 12. in die Schule gegangen und möchte ganz gern, dass seine Frau zum College gehen kann, um Lehrer zu werden. Oder Dafin, der ist 18 Jahre auch schon verheiratet. Der muss nur seine Frau und seine Eltern unterstützen. Immerhin ist bis zur 9. Klasse zur Schule gegangen. Eine Minute. Ich gehe mal ein bisschen schneller weiter. Finanzielle Rendite, wichtig. Also diese finanzielle Rendite schafft uns, ganz oben kann man kaum sehen, die Freiräume, damit wir das überhaupt alles machen können. Und wie kriegen wir das Geld, um das aufzubauen? Wir nehmen Darlehen an. Wir suchen also Leute, die uns helfen. Dafür kriegen die eine Verzinsung. Und nun, ja, was brauchen wir? Wir brauchen Paten. Also die Leute, die uns die Darlehen geben, die nennen wir Paten, weil wir sie halt involvieren wollen. Sie sollen nicht nur einfach ihr Geld geben, sondern sie sollen verstehen, was sie dort machen. Sie sollen sich mit uns freuen, sie sollen auch ein bisschen mit uns leiden. Sie sollen auch was verdienen, weil es zu jeder Leistung gehört eine Gegenleistung. Und das ist unser Prinzip, so arbeiten wir mit unseren Leuten, so wollen wir selber gesehen werden. Ich bedanke mich, bin nicht ganz so schnell wie die anderen, aber in Afrika erzählen wir gerne viele Geschichten. Und ich bin extra angehalten worden, nicht damit anzufangen, Geschichten zu erzählen von meinen Partnern. Und insofern habe ich das jetzt ganz gut geschafft. Ganz herzlichen Dank.